Erkennen Sie den Unterschied zwischen Bob Dylan und Kurt Schneider? Kurt Schneider ist gekommen, um seinen Preis entgegenzunehmen. Und wie man gelesen hat, kommt der Bob Dylan nicht zur Verleihung des Nobelpreises für Literatur. Und das macht sie besonders sympathisch. Der Landschaftsverband Rheinland zeichnete diese Woche Kurt Schneider mit dem Rheinland-Taler aus. Der Landschaftsverband verleiht den Rheinland-Taler seit 1976 an Persönlichkeiten, die sich um die Kulturpflege im Rheinland besonders verdient gemacht haben. Zur Verleihung des Rheinland-Talers waren viele Weggefährten und Freunde gekommen, um Schneider zu ehren. Kurt Schneider widmet sich seit vielen Jahren intensiv der Heimatgeschichte in Troisdorf-Siedler. Der LVR würdigt ihn als engagierten Bürger, der sein umfangreiches Wissen zur Troisdorfer Geschichte bereitwillig und unentgeltlich an andere weitergibt. Die Laudatio hielt Anne Henk Holstein, stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung. Sowohl im Großen wie im Kleinen ist es Ihr hoher Verdienst, einen wesentlichen Beitrag für die Sensibilisierung der Troisdorfer und insbesondere der Sieglarer Bevölkerung für die hohe Bedeutung Ihres kulturellen Erbes zu leisten. Weitere Festredner waren Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski und Landrat Schuster. Ich denke, wer den Kurt Schneider kennt, und ich kenne ihn ja nun schon bestimmt 30 Jahre, irgendwie sogar 40 Jahre schon, dass wir hier gemeinsam politisch unterwegs sind, weiß, dass es jemand ist, der ständig ehrenamtlich unterwegs ist und sich quasi permanent für Siedler einsetzt, auch jetzt, wo er nicht mehr in formaler Funktion ist, aber doch ständig auch der Ansprechpartner für die Bürger ist, vermittelt seine Kontakte in die Stadtverwaltung nutzt, um das hier mal und dort mal zu regeln und zu lösen. Das macht er immer eine ganz wunderbare Arbeit und das zeigt ja auch Ihre Anwesenheit hier, welche Unterstützung und welche Dankbarkeit er dafür genießt. Und ich denke mal, ganz besonders wird, dass er heute hier mit dem Rheinland-Taler ausgezeichnet wird. Es freut mich sehr, dass dieser Preis heute einmal mehr an einen Bürger des Rhein-Sieg-Kreises geht. Gerne reihe ich mich in die Gruppe der Gratulanten ein, um Sie, lieber Herr Schneider, zu dieser wertvollen Auszeichnung zu beglückwünschen. Die heutige Verleihung des Rheinland-Talers an Sie ist die berechtigte Anerkennung Ihrer Verdienste auf dem Gebiet der Denkmalpflege und der Heimatforschung. Die Anne hat es ausführlich dargestellt. Ich freue mich über diese Ehrung, weil ich der Auffassung bin, dass ehrenamtliches Engagement, und da kann ich, glaube ich, mitreden, auch wenn mein Engagement nicht immer im Bereich der Kultur war, sondern eher im Sport oder im politischen Bereich, insbesondere wenn es so umfassend und zeitintensiv betrieben wird wie von Ihnen, eine angemessene Würdigung erfahren sollte. Von den soeben gehörten Laudatien bin ich natürlich überwältigt. Zuerst ist es mal die Freude über die zuteil gewordene Ehrung und Auszeichnung und wie schon angedeutet, ich wusste gar nicht, dass es so viel und vor allem so viel Schönes zu mir zu sagen gibt. Wenn es aber, wie auch angedeutet, aus so berufenen Mündern kommt, dann will ich es gerne unwidersprochen annehmen. Mit der empfundenen Freude geht aber auch eine empfundene Dankbarkeit einher. Entsprechend meiner Gefühlslage müsste ich jetzt anstimmen, ja so ein Tag, so wunderschön wie heute.